Hallo Freunde und willkommen zurück. In dem Video möchte ich zunächst mal noch eine kleine Anmerkung machen zu unserem letzten Tutorial. Wir hatten da ja gesehen, dass als ich hier entsprechend in unserer Datei damals den Span noch nicht definiert hatte, und ich nehme den jetzt einfach mal raus und speichere das ab und wir aktualisieren das mal, dann seht ihr sozusagen, dass dieser Span entsprechend ja jetzt nicht gefärbt ist, beziehungsweise auch gefärbt ist. Das heißt, wir haben hier ja den Span, also ich schaue mal in unsere Datei rein, ich lerne CSS, hier, wo ist er? Da. Der Hauptbetrieb befindet sich in Waterbury, USA. Das ist der Span und obwohl der Span ja nicht explizit formatiert wurde, sondern bloß der Div, ja, wurde diese Formatierung des Divs mit für den Span übernommen, solange der Span nicht einzeln formatiert wurde. Das nennt man Vererbung in HTML. Das habe ich jetzt explizit einfach mal so durchgeführt, ohne das nochmal zu erwähnen. Ich wollte es aber jetzt nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen, damit das klar ist. Weil wir hatten ja auch gesehen, sobald ich entsprechend für den Span eine Formatierung wähle, hat die natürlich Vorrang vor der übergeordneten Klasse sozusagen. Beziehungsweise ist ja keine Klasse, aber dem übergeordneten Element, sag ich, dem Div. Was wir ja auch schon gesehen hatten. Weil es dann eben die Farbe entsprechend hier auf das geändert wurde. Genau. Das vielleicht zur Vererbung noch. Ansonsten noch eine Anmerkung, und zwar folgende. Was wir ja hatten, war, und das hatte ich ja gesagt, das ist ja das Tolle hier, wenn wir als Beispiel 100 Div-Elemente hätten, dann können wir eben, indem wir das einmal definieren, in einem Style-Sheet oder eben innerhalb unseres Heads, wobei es schöner ist, in einem Style-Sheet zu machen, können wir sozusagen direkt für alle Klassen, oder für alle, nicht Klassen, alle Divs, können wir dieselbe Formatierung verwenden. Wenn wir jetzt aber vielleicht 100 Divs hätten, oder ich mache es einfach mal so, dass ich hier noch ein BR einfüge, so, und ich nehme die Klasse jetzt mal so und kopiere die jetzt einfach mal hier runter. So, und dann vielleicht noch zweimal. So, speichere das Ganze mal. Und jetzt sehen wir ja, dass das natürlich, klar, für alle Divs dieselbe Formatierung übernommen wird. Was ist jetzt, wenn ich aber möchte, dass die zweite und die vierte von diesen vier Divs zum Beispiel anders ist? Ich möchte, dass die einen grünen Hintergrund haben zum Beispiel. Was kann ich dann tun? Vielleicht wisst ihr es ja schon. Ansonsten, was haben wir denn innerhalb unseres HTML-Tutorial-Reihe bisher gelernt? Und zwar, wir können für Divs oder auch für andere Elemente IDs oder Klassen vergeben. Und genau das können wir hier tun, indem wir einfach sagen, ich mache es mal der Übersicht halber, so mache ich es ein bisschen schöner, damit ihr auch das besser erkennt. Wir können sagen, ich wollte es ja für die zweite und die vierte haben. Also nenne ich einfach die zweite Div, der vergebe ich einen Klassennamen. Ich sage einfach, Class ist zum Beispiel anders. Ja? Ist egal, wie ihr sie nennt. Sucht euch was aus. Und dieselbe Klassenbezeichnung wähle ich auch für den vierten, weil ich möchte, dass die beide grün sind. Ja? Dann habe ich also jetzt eine Klasse definiert. Das speichere ich jetzt mal und gehe in unser Style-Sheet. Und was ich jetzt tun kann, ist, ich kann jetzt hier diese Klasse ansprechen. Und das mache ich ganz einfach über einen Punkt und dann einfach den Klassennamen. Anders. Und der Rest ist gleich, wie ihr es schon kennt. Das heißt, geschweifte Klammer auf und dann einfach sagen, okay, wie möchte ich das denn haben? Ich möchte jetzt zum Beispiel, dass die Background-Color entsprechend grün ist. Also schreibe ich ein und gehe mal dann zu diesem schönen Grün, Strichpunkt, also Semikolon dahinter, speichere das ab. Und wenn wir uns jetzt unser Element anschauen, dann sehen wir, dass die Klassen, die wir entsprechend anders bezeichnet haben, auch diese andere Farbe bekommen. Das heißt, so können wir einzelne Elemente, beziehungsweise mehrere Elemente, die wir eben anders formatieren wollen, ansprechen. Und das Wichtige hier zu wissen ist vielleicht auch, dass das ist nicht an das Div gebunden, ja? Sondern diese Formatierung, dieses Grün jetzt hier, dieser Hintergrund, der richtet sich allein, also ausschließlich nach der Klasse. Das heißt, wir können auch in unserem Sheet, ich lerne CSS hier, reingehen und einfach mal sagen, okay, dieser Paragraph
Ich will aber, dass der auch grün ist, genauso formatiert wie diese Klasse. Dann kann ich einfach sagen, okay, dann gebe ich auch dem den Klassennamen anders. Speichere das und kann mir jetzt anschauen, wenn ich das aktualisiere, dass entsprechend hier das genauso grün gefärbt wurde. Das heißt, es ist nicht abhängig, ob das jetzt ein Div ist oder ein Paragraph oder eine Headline, also eine Überschrift oder sonst irgendwas. Wichtig ist nur die Klasse, die Klassenbezeichnung, ja? Dass die gleich ist. Und wenn wir jetzt, ja, je nachdem, jeden Paragraphen anders haben wollen, dann könnten wir natürlich auch jedes Mal eine andere Klasse vergeben und dann jede Klasse entsprechend in unserem Stylesheet mit Punkt und dem Klassennamen definieren und dann entsprechend sagen, okay, wir wollen die Hintergrundfarbe so, wir wollen irgendwas anderes so, wir wollen, dass es eine Border hat zum Beispiel, also eine Rahmenlinie, wir wollen die Schrift anders, zum Beispiel, ja, also Color ist White, hier, speichern das Ganze, gehen hier rein, aktualisieren das und haben jetzt hier überall eine weiße Schrift. Das können wir so auch definieren, wenn wir das möchten. Genau, das vielleicht dazu. Und wenn ihr übrigens das vielleicht noch zum Abschluss, wenn die ganze Seite formatiert werden soll, also ich möchte jetzt nicht diesen weißen Hintergrund haben, sondern ich habe ja hier schon so eine schöne Farbauswahl gewählt. Jetzt möchte ich auch noch, dass der Hintergrund irgendeine Farbe hat. Dann können wir natürlich auch den ganzen Body ansprechen. Das heißt einfach Body, das ist ja unsere ganze Seite sozusagen. Und ihr müsst mal darauf achten, wie oft ich sozusagen sage. Also das ist wirklich unglaublich. Ich muss mir das unbedingt abgewöhnen. Also hier Body, geschweifte Klammer auf. Und sagen dann, wir möchten gern als Background Color entsprechend orange haben. Ja? Semikolon zum Schließen, speichern das Ganze, gehen auf unser Element, drücken F5 oder aktualisieren das und haben dann die orangene Farbe als Hintergrund. Natürlich auch hier, da wir hier natürlich Divs haben, die wir einzeln definiert haben, geht das natürlich vor. Ja? Wenn wir jetzt hier nichts definiert hätten, außer dem Body, Background Color Orange, dann wäre natürlich alles orange. Ja? Also das, wenn wir das rausnehmen, kann ich euch nochmal zeigen zum Abschluss. Dann speichern entsprechend und das Ganze aktualisieren, dann ist natürlich alles orange. Gut, so viel dazu, zu den Klassen. Wir schauen uns in späteren Videos auch noch die ID an und mal schauen, was mir sonst noch so einfällt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr bleibt dabei, es hat euch Spaß gemacht und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.